Ja, meine lieben Brüder und Schwestern meiner Seele, heute einen kleinen Impuls an den zweiten Portaltag dieses Jahres, Ende dieses Jahres, und ein paar ganz kleine Impulse. Zum Thema Ziegen, Papaya, Cola-Tests und so weiter möchte ich nur kurz was anmerken. Es kommen immer wieder dann Argumente dafür oder dagegen. Da fällt mir ein, man sollte nicht um des Kaisers Bart streiten, zumal man gar nicht weiß oder mittlerweile schon fast offenkundig belegt ist, ob überhaupt der Kaiser einen Bart getragen hat oder trägt oder ob er überhaupt Kleider hat. Also mit solchen Scharmützeln und Nebensächlichkeiten lassen wir uns gern auf Abstellgleise, auf kleine Scharmützeln ein, auf Nebenfronten, die was gar nicht so wichtig sind. Also wer an die Tests glaubt, soll jetzt glauben und wer sie testen lassen will, soll sie testen lassen, aber aus freien Stücken heraus. Zum Thema Jaukel-Genexperiment der Menschen durchführen, bin ich natürlich anderer Meinung, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich sage entschieden Nein dafür. Man kann mittlerweile über YouTube ja gar nicht mehr offen darüber sprechen. Ich habe, es gibt mittlerweile genug Stimmen, auch aus Fachkreisen, die was das sehr bedenklich halten. Aber auch hier, wer sich natürlich das Jaukel geben lassen möchte, sollte es sich geben lassen, es ist sein Körper. Und er braucht dann auch keine Angst zu haben mehr von den Menschen, die sich nicht das Jaukel geben lassen, weil er ist dann anscheinend eh geschützt. Auch zum Thema Masken sage ich persönlich das Zauberwort Nein. Zum Lockdown sage ich nur, stell dir vor, irgendeine psychopathische Clique beschließt einen Lockdown und keiner geht hin. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, in die Eigenverantwortung zu kommen. Und wir selber unterstehen im Endeffekt nur den göttlichen Gesetzen, aber nicht Gesetzen, die was überhaupt wieder das Leben gerichtet sind. Somit kann ich sagen, wir sind diesen Dingen nicht mehr verbindlich und das sollte uns eigentlich nicht mehr Angst machen, sondern einfach wir selber entscheiden, wann wir rausgehen, mit wem wir uns treffen und so weiter. Das liegt in unserer Macht, in unserer Entscheidungsgewalt. Keine Gesetzesgewalt kann uns das verbieten. Naja, jeder sei natürlich seiner Meinung gewiss. Es sollte niemand zwangsbeglückt werden, das ist auch wichtig. Und meine persönliche Meinung ist es, dass das momentan wirklich eine sehr herausfordernde Zeit ist, auch persönlich. Zeit zur Einkehr, Zeit zum eigenen Inventar. Wichtig ist einfach ganz wichtig, auf die eigenen Gedanken zu achten. Bin du bei Abdruschin, halte den Herd deiner Gedanken sauber. Weil aus Gedanken entstehen Gefühle, aus Gefühle entstehen natürlich dann Handlungen, auch hier anzusetzen. Natürlich auch Fremdeinflüsse, schädliche weitgehend zu abzulehnen, sprich Saatanschluss, TV, Televisions, Medien und so weiter. Es tut uns nicht gut. Aber immer wieder, Entschuldigung, generell ein Inventar zu machen in der eigenen Wohnung. Und bitte, was ich sage, sollte nie aus Zwang oder Druck heraus geschehen, sondern einfach aus Impuls. Zum Beispiel mal die Hausapotheke ausmisten. Wir reden zum Beispiel gegen Pfizer und vielleicht haben wir auch gewisse diverse Drogen auf Rezept verordnet, die was von dieser Firma kommen. Also auch hier kann man wirklich einmal abspecken. Dasselbe betrifft einfach auch im Badezimmer, also diese ganzen giftigen Shampoos und Duschgels und so weiter. Es genügt im Grunde genommen eine Seife. Und bei der Hausapotheken waren schon, sage ich, diverse Drogen, dann sollte man vielleicht auf Drogen zurückgreifen, die was eigentlich ein bisschen gesünder sind und nicht unbedingt, wo die Pharmaindustrie verdient. Auch der Kühlschrank ist so ein Thema, gerade in diesen Tagen einmal, vielleicht wirklich einmal schauen, wenn ich den Kühlschrank aufmache, ja. Wie ernähre ich meinen Körper? Es ist ein Prozess, ich bin genauso daran. Natürlich ein gesunder Körper ist auch ein gesunder Geist, das ist auch eine Wechselwirkung. Das heißt, es gibt einige Dinge, die was man mal in dieser Zeit bewusst angehen kann. Und es ist nicht leicht, hier auszubrechen und man sieht selber, wie sehr, dass wir einfach in den alten System gefangen sind. Auch der Kleiderschrank könnte mal vielleicht einmal in Ordnung gebracht werden, wann ich natürlich jetzt gegen Kindesmissbrauch redet und natürlich jetzt immer noch Kleidungsstücke, so jetzt Kauf im Kleidungsgeschäft, die was dann in der dritten Welt durch Kinderhände
hergestellt werden, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, Kleider zu kaufen. Oder auch grundsätzlich bin ich da auch mit dem Thema Umgang mit Geld und Ressourcen. Hans-Peter Dürr, einer der sehr bekannten Quanten- und Atomphysiker, Leiter des Max-Planck-Instituts, Schüler von Heisenberg, hat einmal gesagt, wenn wir im Westen ungefähr unseren Lebensstil so 50% reduzieren, dann verträgt das unser Planet. Das heißt, nicht in Askese zu leben. Das heißt, überall 50% ungefähr herabschaufen und wir hätten eigentlich keine Probleme und die Erde würde sich regulieren. Wichtig ist einfach, das sind nur ganz kleine Impulse. Die Zeitqualität ist momentan eine sehr gute Zeitqualität, auch Entscheidungen zu treffen. Wir werden auch hin und her gerissen. Wir merken jetzt da insofern, wie sehr wir an den Alten festhalten und wie sehr wir verstrickt sind noch. Wir dürfen auch zu unseren Schatten stellen. Wir dürfen sie auch in einer Art und Weise in einem gewissen Rahmen ausleben. Sollte man sie auch, weil sonst entsteht ein ungesunder Druck. Wichtig ist, nichts aus Zwang oder Druck hinaus und nichts irgendwie vom Zaun brechen, was vielleicht noch nicht reif ist. Und da wünsche ich uns alle in diesen brutalen Tagen wirklich eine Ruhezeit, Zeit, dass wir uns für uns selber auch beschäftigen und wirklich auch ein Inventar, sprich eine Reinigung, eine Ausräucherung unserer gewissen Lebensgewohnheiten machen und zumindest einmal ehrlich sagen, okay, es wäre töricht, wenn ich sage, ja, so wie ich lebe, wäre die Welt in Ordnung Bullshit. Ich habe noch sehr viel zu arbeiten und ich arbeite auch an mir. Und das ist im Grunde genommen auch eine schöne Arbeit, eine herausfordernde Arbeit. Und ich wünsche auch bei diesen Dingen allen Menschen einfach alles Gute und viel Kraft und auch Freude.